Während das viertägige Geiseldrama im Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi offiziell für beendet erklärt wurde, berichten Überlebende in einem Fernsehinterview von ihrer grausamen Begegnung mit den Terroristen. Mein Mann sagte, bitte, bitte, wir haben Kinder. Er drehte sich um und sagte, ihr habt unsere Frauen und Kinder nicht verschont, warum sollten wir eure verschonen? Und dann eröffnete ein anderer das Feuer. Sie schossen nicht, um abzuschrecken, sie schossen, um zu töten. Ich bin aufgestanden und ging zu dem Mann mit der Waffe und habe das islamische Glaubensbekenntnis gesprochen. Er fragte, ob ich Moslem bin, und ich sagte ja. Ich zog Seema zu mir rüber und er fragte, ist sie auch Muslimin? Ist es deine Frau? Ich sagte ja. Er sagte, sie solle sich verschleiern. Dann zeigte er mit der Waffe und sagte, geht. Es waren aber andere Muslime um uns herum, die erschossen wurden. Ruhila, mit der ich den Kochwettbewerb veranstaltete, sie war am 7. Monat schwanger, sie blutete zu Tode. Hier geht es nicht um Religion. Es ist nicht die Religion, mit der ich aufgewachsen bin, die ich seit 35 Jahren kenne. Und denken Sie keine Sekunde, dass diese Menschen uns repräsentieren. Sie tun es nicht. Sie werden es nie tun. Und bitte lassen Sie sie nicht gewinnen, indem sie ihre Lügen glauben. Zu dem Angriff hatte sich die islamistische Shabab-Miliz bekannt. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 70 Menschen getötet und bis zu 200 weitere Personen verletzt.